So, Yamaha MT-125 Review. Wir fangen wieder vorne an. Was mir bei der MT sehr gut gefällt, ist dieser LED-Bandstreifen. Ist quasi das Tagfahrlicht bei diesem Motorrad. Natürlich hat man auch immer das Licht an beim normalen Fahren. Was jetzt nicht an ist, da der Motor aus ist. Fernlicht ist so. Dies ist ein bisschen dreckig, weil wir jetzt bei Regen unseren Sprittest gemacht haben. Den ihr euch vielleicht auch mal angucken, wenn ihr wollt. Fangen wir vorne an. Upside-Down-Gabel. Kann man nichts gegen sagen. Einwandfreies Handling. Michelin Pilot Street. Serienmäßig auf diesem Bike montiert. Aggressiver Look von vorne, wenn man sich diese Linienführung hier anschaut. Generell finde ich bei Yamaha das Design überragend, weil es ist einfach aggressiv, aber auch sportlich. Und somit kommen wir zum weiteren Teil, das heißt hier zum Lenker. Auf der linken Seite sind wie üblich Blinker, das Abblendlicht und das Fernlicht, Lichthupe und hier ist die normale Hupe. Ja, kommen wir auf die rechte Seite, hier hat man jetzt noch ein Info-Button, womit man dann bei dem Tacho mehrere verschiedene Informationen abfragen kann. Hier ist auch der Anknopf und auch der Notaus, wie üblich. Die Spiegel, finde ich, sind praktisch, erfüllen den Sinn. Man kann den rückläufigen Verkehr gut beobachten. Also ist nicht so, dass man jetzt sich selbst immer in den Spiegeln sieht, wie es bei manchen Motorrädern halt so ist. Der Tacho ist auch hier vorne, wie immer bei jedem Motorrad. Ich finde den Tacho sehr gelungen. Ist mal was anderes, vor allem bei den kleinen 125ern mal sowas zu verbauen, weil der doch schon sehr viele Informationen hat und auch vom Design passend zur vorderen Tagesfahrlicht passt. Informationen sind hier wie zum Beispiel die Drehzahlanzeige, Geschwindigkeit ist klar. Dann hat man hier die Tankanzeige, Trip 1, Trip 2 und die gesamten Kilometer, die Uhrzeit. Dann hat man auf der linken Seite, die man mit dem Infoknopf halt wählen kann, Trip Time, also die Zeit, die man gefahren ist, die durchschnittliche Geschwindigkeit, dann Distanz-Service, so wie lange man noch fahren kann oder ja, dann die Anzeige Kilometer pro Liter, 43 sind es beim aktuellen Fahrverhalten, 2,3 Liter pro 100 Kilometer, das zeigt er einem auch an und dann nochmal den momentanen Verbrauch, der jetzt nicht angezeigt wird, da wir nicht fahren. So, kommen wir zum Tank. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass man beim Tanken den Tankdeckel in der Hand hat und nicht irgendwie nach vorne klappen kann oder so. So hat man immer ein bisschen Sprit an den Händen, was ich nicht so vorteilhaft finde. Der Tank sieht sehr voluminös aus, aber mit den Beinen hat man da so keine Probleme. Auch von den Fußrasten finde ich es von der Sitzposition sehr schön. Ich habe keine Probleme beim Schalten oder bei anderen Sachen. Wie man hier auch schon den Motor sieht, der Motor hat 125 Kubikzentimeter, wahrscheinlich wieder 124,9 oder so, aber eigentlich um die 125. 15 PS ist eine Viertakter. Sitzbank. Die Sitzbank ist nicht hart, sie ist eigentlich sehr angenehm, bei längeren Strecken auch, sie ist sehr breit, so ein bisschen Alcantara-mäßig gemacht. Passt zum Gesamtbild des Motorrades. Wenn wir uns jetzt mal hier wieder hinhocken, sieht man auch die Schwinge. Ich finde die Schwinge sehr gelungen, weil sie jetzt nicht wie bei Yamaha typisch irgendwie bei der WR so lang läuft. Das ist einfach mal eine andere Linienführung und somit sehr gelungen. Wenn wir jetzt schon einmal hier unten hängen, Bremslicht kann ich jetzt ja auch mal betätigen. Ist mal eine andere Anbringung direkt unter dem Motorrad. Das ist der originale Kennzeichenhalter. Viele werden wahrscheinlich wieder sagen, warum so lang, aber erfüllt seinen Zweck. Bei schnelleren Geschwindigkeiten
spritzt somit das Spritzwasser einem nicht mitten in den Nacken rein, sondern wird dann genau hier aufgefangen und fließt dann dort wieder runter. Ja. Vom Sound her finde ich es eigentlich auch schön, vor allem wenn man es mal hochzieht, hört es sich nicht nach nichts an, sondern hat so den eigenen Stil, finde ich. Yamaha typisch. Das war jetzt mal ein kleiner Vorgeschmack. Ein Soundcheck machen wir natürlich auch. Ich finde, der Motor hat so ein bisschen dieses, ja, erinnert mich so ein klein wenig an so eine 4-Zylinder R6. Finde ich eigentlich schön. Viele werden wahrscheinlich wieder sagen, ja, hört sich nach nichts an. Aber ich finde die MT sehr gelungen vom Design und vom Sound. Es passt. Sozius-technisch, genau. Das wollte ich euch jetzt auch noch erzählen. Ich bin jetzt letztens auch mit einem Sozius mal probeweise gefahren. Und dadurch, dass man als Sozius ein bisschen weiter oben sitzt, hat man somit auch keine Probleme, wenn man die Beine auf den Fußrasten hat, weil der Winkel somit nicht ganz so klein ist. Also ist es auch als Sozius angenehm auf dem Motorrad. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die MT näher bringen. Das waren jetzt einfach mal so Informationen, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen sind. Und somit schaut die anderen Videos von der MT. Bis zum nächsten Mal bei Young Rider 125cc. Zurück zum Sessel.